Seit 2017 ist der Havixbecker Marc Henrichmann Abgeordneter für die CDU im Deutschen Bundestag. Er und rund 700 weitere Kolleginnen und Kollegen bilden so das Rückgrat der Politik für ganz Deutschland. Doch wie sieht sein Alltag im Bundestag und im Wahlkreis aus? Wie wird Politik eigentlich gemacht und welche Rolle spielt dabei der Bürger? Ich lade Sie ein auf einen Blick hinter die Kulissen. Begleiten Sie Ihren Abgeordneten bei seiner täglichen Arbeit in Berlin und im Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt II. Herzlich willkommen zu Unterwegs mit Marc Henrichmann. Es ist Montagnachmittag und ich sitze im ICE von Hamm nach Berlin. Mein Name ist Cedric Watermann und mir gegenüber sitzt Marc Henrichmann, seit 2017 Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag. Von heute an werde ich ihn einige Monate lang mit der Kamera begleiten und werde seine Arbeit im Bundestag und im Wahlkreis aus nächster Nähe dokumentieren. Für Henrichmann sind diese Zugfahrten längst Routine, muss er doch alle paar Wochen für eine Parlamentswoche nach Berlin, um zusammen mit den anderen rund 700 Abgeordneten zu debattieren, zu diskutieren, Gesetze auf den Weg zu bringen und vieles mehr. Dabei fängt die Arbeit schon im Zug an. Dank Internet im ICE ist er auch hier an sein Büro angekoppelt, checkt Mails, diktiert Memos, macht erste Termine. Und auch ein kleines Filmchen für die Follower im Facebook-Kanal darf nicht fehlen. Titel: Marx Montag. Hallo und viele Grüße aus dem ICE. Wartend mit Verspätung auf dem Weg in die neue Sitzungswoche. Ich hoffe, ich bin pünktlich 18 Uhr im Büro, denn da wartet eine Diskussionsrunde mit Einzelhändlern aus Ascheberg. Die 3 Stunden Zugfahrt vergehen wie im Flug und vom Berliner Hauptbahnhof geht es direkt ins Büro im 3. Stock des Matthias-Erzberger-Hauses unter den Linden 71. Nur einen Steinwurf entfernt vom Brandenburger Tor. Hier wartet bereits sein Berliner Team und jede Menge Arbeit auf ihn. Wer glaubt, ein Abgeordneter residiere in feudalen Räumlichkeiten, der irrt gewaltig. Alles ist schlicht und sachlich, nicht übermäßig groß, vergleichbar mit einer Behörde. In Henrichmanns Büro findet das erste Treffen der Woche mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Henrik Steingröver statt. Per Videokonferenz zugeschaltet ist auch sein im Wahlkreis tätiger Pressesprecher Tobias Hertel. Henrichmanns Arbeitsschwerpunkt ist die Innenpolitik. In dieser Woche geht es unter anderem um ein heikles Thema zum deutschen Waffenrecht. Mit den Mitarbeitern bespricht er Taktiken und mögliche Vorgehensweisen, erfährt Hintergrundinformationen von anderen Kollegen und Kolleginnen. Danach geht es um weitere politische Themen der Woche, anstehende Debatten und Reden, natürlich Termine, Anfragen und eine Flut von E-Mails. Doch wie beschreibt der wissenschaftliche Mitarbeiter seine Arbeit eigentlich selbst? Also mit Forschung im Sinne einer Tätigkeit an der Uni hat das hier natürlich nicht viel zu tun. Herr Henrichmann kommt nahezu täglich mit neuen Ideen, mit Vorschlägen, die die Bürger ihm bei Terminen im Wahlkreis mitgeben. Wo kriege ich Hilfen für mein Unternehmen? Wie ist das mit der Rente? Wie geht es mit Kitas weiter, Kita-Ausbau weiter etc.? Und um all diese Themen zu beantworten, um die Fragen zu beantworten, braucht man natürlich Wissen, wo, in welchem Gesetz ist das geregelt, unter welchen Voraussetzungen kann ein Gesetz geändert werden, wie geschieht das, wie sind die Statistiken, wie sind die Zahlen dazu, wie sind die Zusammenhänge. All das ist quasi das Wissenschaftliche an der Arbeit und genau das ist meine Aufgabe. Henrichmanns Büroleiterin Ute Ahlberg ist eine echte Berliner Pflanze und war auch schon für seine beiden Vorgänger tätig. Als sie anfing, schrieben die Menschen allerdings noch Briefe und das Faxen war eine sensationelle Erleichterung für den Büroalltag. Wie empfindet sie heute den Schritt vom Brief zur E-Mail? Eine E-Mail ist für jeden Bürger schnell zu schreiben. Und da kann natürlich sich jeder äußern. Das ist einfacher, als wenn man jetzt wie früher noch einen Brief schreiben musste, eine Briefmarke draufkleben und den zur Post bringen musste. Das ist natürlich dann immer doch die Hemmschwelle da, an den Abgeordneten zu schreiben. Die ist dann schon etwas größer, als wenn jeder schnell eine E-Mail zu jedem Thema absenden kann. Und dadurch haben oft eine sehr große Flut von E-Mails, Massen-E-Mails kommen an. Das ist natürlich, das macht die Arbeit nicht einfacher, sage ich mal. Also man kann ja auch nicht unmittelbar auf alles gleich sofort reagieren. Und das erwarten oft die Leute, dass man sofort reagiert.
Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten ist das natürlich mit der E-Mail-Kommunikation ideal jetzt. Das ist ja im Vergleich zu vorher, erleichtert das ja immens die Arbeit. Trotz Computer und digitalem Kalender hat sich eins aber nicht geändert. Wer einen Termin beim Abgeordneten möchte, kommt damals wie heute an Ute Ahlberg nicht vorbei. Um einen ersten Eindruck von den Ausmaßen des Regierungsviertels zu erhalten, nimmt sich Henrichmann etwas Zeit und führt mich durch Teile des Reichstags und seine angrenzenden Gebäude. In der Regel Ausschussvorsitzender. Vor Corona pulsierte hier in den Sälen das politische Leben, war der Alltag der Abgeordneten geprägt von gemeinsamen Sitzungen, Anhörungen und Besprechungen. Jetzt wirken die oft fast menschenleeren Gebäude ein wenig wie riesige Raumschiffe ohne Besatzung. Zuletzt werfen wir noch einen Blick in eine begehbare Kunstinstallation im Reichstag. Das Archiv der demokratisch gewählten deutschen Abgeordneten bis 1999. Doch demokratisch gewählt war nicht immer ein Gütesiegel. Und übrigens auch hier NSDAP-Abgeordnete 32 bis 33, auch die seinerzeit durch demokratische Wahlen hierher gekommen, sollte uns warnen. Und hier sieht man dann die Banderole, Opfer des Nationalsozialismus, 1. Februar 34, 29. April 45. Insofern erschließt sich dann Sinn und Zweck dieses Kunstwerks relativ schnell. Fast 5000 Männer und Frauen aus 80 Jahren Demokratie in Deutschland, dargestellt durch ein kleines, rostiges Kästchen. Und so finden wir auch den letzten Havixbecker der alten Bonner Republik, den Abgeordneten Wilhelm Raabe, den Vorgänger von Marc Henrichmann. Heute steht im Büro ein Marathon aus verschiedenen Videokonferenzen auf dem Programm. Dabei informiert sich Henrichmann über den neuesten Stand aktueller Themen. Bei anderen Sitzungen muss er die Ergebnisse seiner Arbeit vortragen oder es wird engagiert diskutiert. Und niemand will ja länger schließen, einen Tag länger schließen als nötig. Ob Schulen, Fitnessstudio, Gastronomie, Hotel, ganz egal. Ja, wir müssen ja wieder zum normalen Leben zurück. Aber gerade, wir haben gestern noch einen Intensivmediziner in der Fraktion gehabt, der wird einem Angst und Bange. Und so dieser Spagat jetzt, ne, das wirtschaftliche Leben nicht abzuwürgen, aber trotzdem die Zahlen irgendwie runterzukriegen, der ist schon echt heftig. Auch wenn man sich nun viele Wege spart, so fehlt ihm auf die Dauer doch der direkte Kontakt mit den Kollegen und Kolleginnen. Früher ließen sich bei den kurzen Flurgesprächen eben viele Dinge schnell und unbürokratisch besprechen. Der Computer, das Handy und die vielfältigen Social-Media-Kanäle müssen all dies in Corona-Zeiten nun ersetzen. So hat Marc Henrichmann in den letzten Jahren mehrere Internetformate entwickelt, mit denen er sich regelmäßig an seine Wähler im Wahlkreis richtet. Eines davon ist Marcs Montag. Ob aus dem Zug, seinem Büro oder aus einem Besprechungszimmer mit Blick aufs Brandenburger Tor, immer erfahren die Bürger und Bürgerinnen aktuelle Informationen aus erster Hand. Dabei ist Henrichmann meistens Autor, Kameramann und Akteur in einer Person. Unter den Abgeordneten kann sich mit den Jahren auch mal so etwas wie eine Freundschaft entwickeln. Zu diesem kleinen Kollegenkreis zählt sicher Christoph de Vries aus Hamburg. Auch er postet leidenschaftlich in den sozialen Medien und will heute ein kleines Video produzieren für den Internationalen Tag des Bieres. Waterkant und Münsterland vereint bei einem Glas Bier nach deutschem Reinheitsgebot. Ein paar Regieanweisungen und flotte Sprüche später ist der Spot im Kasten und landet letztlich kurz darauf bei Instagram und Facebook. Wer sagt also, dass Politik immer bierernst sein muss? Zum Ende des Tages wird's dann doch noch mal richtig spannend. Die CDU-CSU-Fraktion trifft sich zur alles entscheidenden Aussprache in der Kanzlerkandidatenfrage. Nach der Hälfte der Zeit verlassen die Kontrahenten Laschet und Söder den Saal und treten vor die reichlich versammelte Presse. Zu diesem Zeitpunkt ist immer noch unklar, wer das Rennen machen wird. Henrichmann nutzt die Gelegenheit, in einer ruhigen Ecke des Reichstags seine Berliner Runde abzuhalten.
Es ist ein Videokonferenzformat, das in jeder Sitzungswoche stattfindet. CDU-Mitglieder aus dem Wahlkreis halten so direkten Kontakt zu ihrem Abgeordneten und erfahren aus erster Hand alles Wissenswerte aus dem politischen Berlin. Heute steht die Frage nach dem Kanzlerkandidaten natürlich im Mittelpunkt. Ich finde, wir können uns keine lange Hängepartie leisten. Ich habe das jetzt immer abmoderiert hier, alle kritischen Nachfragen, also nicht jetzt aus der eigenen Partei, aber der Journalisten, die mich angesprochen haben. Ich habe gesagt, es ist ein Luxusproblem, aber wir brauchen eine schnelle Entscheidung und das erwarte ich auch von beiden Vorständen bzw. Präsidien von CDU und CSU. Danach geht's zurück ins Plenum zur K-Frage. Der Abend wird noch lang. Am Ende der Sitzungswoche dann noch eine weitere regelmäßige Rubrik, das Interview. Hier stehen Kolleginnen und Kollegen Marc-Henrich Mann Rede und Antwort. Diesmal ist es Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek aus Ibbenbüren. Sie sprechen über Corona und Schule, Testen und Abstand halten und über das Infektionsschutzgesetz. Als in der Nachbesprechung plötzlich Kanzlerin Merkel im Hintergrund durchs Bild huscht, bin ich wohl der Einzige, der Promi-Alarm schlägt. Für alle anderen ist das eben längst Alltag. Und so endet meine erste Woche in Berlin mit unglaublich vielen Eindrücken und ich bin gespannt, wie anders sich die erste Woche im Wahlkreis anfühlen wird. Die wird auf jeden Fall extrem bunt werden, dreht sich dann doch fast alles um Mutter Natur. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und seien Sie auch nächste Woche wieder unser Gast bei Unterwegs mit Marc-Henrich Mann.